Hallo liebe Leute hier auf YouTube und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Der Fragekanal hat eine Frage bekommen. Oh mein Gott! WFM Animation schreibt, cooles Video. Könntest du mal ein Video machen, wie man mehr Kommentare bekommt? Würde mir gut weiterhelfen und den anderen bestimmt auch. Und genau das erkläre ich euch jetzt nach dem Intro. Die Interaktion mit den Zuschauern ist das, was YouTube vom klassischen Fernsehen unterscheidet. Ihr könnt ständig euren Senf dazugeben und unter jedes Video posten so Dinge wie: Ha! Erster. Hey, cooles Video! Schau doch mal bei mir vorbei! Ich habe umgewiesen, dass ich eine Woche nicht am Ende nur ist gar nicht reden. Also, den habe ich mir auch noch Schuss noch erledigt. Ich meine, ist das nicht toll? Nein! Die meisten YouTuber wünschen sich Diskussionen und Interaktion zu den in Videos angesprochenen Themen. Und dafür ist die Kommentarfunktion eigentlich auch da. Das Problem bei der Sache ist, dass manche YouTuber ihre Zuschauer gar nicht zur Interaktion anregen oder einfach nur so Sachen sagen wie: Ja, vielen Dank, dass ihr das Video geguckt habt. Gebt einen Daumen hoch und schreibt mal was in die Kommentare oder so. Und genau solche Floskeln regen leider nicht zur Interaktion oder geistreichen Beiträgen an. Und in den meisten Videos werden doch Themen angesprochen, die den Zuschauer zu irgendeiner Interaktion potenziell anregen könnten. Und genau da müsst ihr zupacken. Sätze wie beispielsweise: Was ist denn eure Meinung zu den Datenschutzrichtlinien auf Facebook? Schreibt es mir doch einfach mal unten in die Kommentare. Präzisieren ein Thema und regen den Zuschauer zu einer geistreichen Interaktion und einem guten Beitrag an. Was sicher auch nicht falsch ist, ist, eure Zuschauer einfach mal nach Feedback zu fragen. Ein weiterer Punkt, um mehr Kommentare zu bekommen, wurde in der letzten Folge von YouTubern für YouTuber von meinem Kollegen CapcastTV schon angesprochen. Und es ist super wichtig, auf YouTube selber aktiv zu sein und sich eine Community aufzubauen. Weil nur wenn man selber aktiv ist, kann man auch bei sich selber Aktivitäten erwarten. Falls du verstehst, was ich meine. Genau so ist das auch. Als kleiner YouTuber könnt ihr nicht die Erwartungshaltung haben, dass tausende von Leuten unter euer Video schreiben, ohne dass ihr bei anderen aktiv seid. Ihr müsst auch bei anderen Leuten aktiv werden, denn Interesse erzeugt immer Gegeninteresse. Und by the way, das ist eigentlich ziemlich cool, denn über YouTube lernt man unglaublich viele nette Menschen kennen. Der letzte Aspekt, den ich euch auf den Weg geben möchte, regt mich persönlich immer wieder auf. Als kleiner YouTuber, der, sagen wir mal, im Schnitt so 15 bis 20 Kommentare unter ein Video bekommt, ist es eigentlich nicht der größte Akt, die zu beantworten. Aber trotzdem sehe ich immer wieder kleine YouTuber, die einfach auf Teufel komm raus ihre Kommentare nicht beantworten. Und genau dann darf man die Erwartungshaltung auch nicht haben, dass die Zuschauer irgendwie noch Lust haben, Fragen zu stellen oder das Video zu kommentieren. So, liebe Leute, das war's mit dem Video zum Thema, wie bekommt man mehr Kommentare auf YouTube? Und jetzt kommt natürlich meine Anregung zur Interaktion. Ich habe die Frage an euch: Findet ihr auch, dass genau das, also die Interaktion mit den Zuschauern, das ist, was YouTube vom Fernsehen unterscheidet und vielleicht auch so erfolgreich macht? Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich über Daumen in nördliche Richtung und schaut auch mal bei den anderen Videos vorbei. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt gerne tun. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin raus. Ciao!